Auf der Ruhrpottwache dreht sich nun alles um einen lebensgefährlichen Verkehrsunfall. Auch für die Kriminalkommissare Bora Aksu und Norbert Meinert. Ja, aber wenn es nur ein Motorradunfall war, dann ist es ja nichts für die Kripo. Nein, doch, ist es wohl was für die Kripo. Denn es scheint laut der Spuren kein normaler Unfall gewesen zu sein. Eigentlich obliegt die Bearbeitung von Verkehrsunfällen der Schutzpolizei. Doch hier sieht es so aus, als wäre der schwerverletzte Motorradfahrer absichtlich von einem PKW angefahren worden. Dessen Fahrer ist flüchtig. Die Kripo-Beamten wollen sofort mit den Ermittlungen beginnen und zum Opfer ins Krankenhaus fahren. Hallo? Hallo. Sie müssen mir helfen. Mein Mann hat einen Motorradunfall. Sind Sie die Frau Wensing? Ja, richtig. Zu Ihnen wollen wir sowieso. Das ist ja ein ganz netter Zufall. Super. Den Helm habe ich im Krankenhaus bekommen und hier ist eine Kamera dran und ich denke mir vielleicht irgendwie, dass da was drauf ist, was wichtig wäre. Wie geht's denn Ihrem Mann jetzt? Ich weiß nicht. Wir haben gerade gehört, er wacht gerade auf. Also, ehrlich? Ja, sieht wohl besser aus. Aber kommen Sie erstmal noch ein Stückchen mit hoch. Wir würden mal ganz kurz nochmal mit ihm einen kleinen Wortwechsel machen. Okay. Ja? Okay. Hallo? Ja. Bei mir ist in die Garage eingebrochen worden. Dann gehen Sie mal zum Kollegen, da ist die Schutzpolizei. Nein, ich möchte mit euch reden, weil ich so schleifen kann. Ich möchte nicht reden, ich möchte das hier sogar nehmen. Ja, wir haben gerade jemanden da. Also, gehen Sie ruhig mal durch. Ja, die Kollegin nimmt kein Problem, das ist ganz netter Beamter da. Von dem Video der Helmkamera erhoffen wir uns weitere Hinweise auf eventuelle Tatbeteiligte, wie zum Beispiel ein PKW, Zeugen oder was immer man da entdecken kann. So, ich gebe Ihnen mal den Helm wieder. Ja, kannst du das mal anschließen, das Ding? Mal gucken, was wir erkennen können. Puh, ist nicht so leicht für Sie heute, ne? Mal gucken, was wir da sehen. Das ist Ihr Mann? Ja, und wie gesagt, er fährt immer super vorsichtig und schon seit 20 Jahren. Und genau, drehen wir ein bisschen. Ist das vor Ihrer Wohnungstür quasi? Ja, also, richtig. Wir wohnen da? Mhm. Okay. Machen wir nicht Kette gleich zum Kaltstart, ne? Was ist denn da los? Was ist da los? Welche sind da ins Auto? Ach Gott. Was sind das für welche? Da ist er jetzt erstmal vorbei. Herr Wensing hat dort direkt neben den drei Beteiligten angehalten, hat die drei Beteiligten auf seine Helmkamera hingewiesen, hat denen auch gesagt, dass er das der Polizei übergeben wird und auch die Sache melden wird. Anschließend direkt weggefahren. Ob das jetzt im Ganzen so richtig war, muss jeder für sich entscheiden. Instinktiv wollte er wahrscheinlich die drei von ihrem Vorhaben abbringen. Ist dann direkt weggefahren, das war schon mal richtig, dass er sich dort nicht weiter aufgehalten hat. Aber wenn man dann, ich sag mal, drei Straftäter schon noch auf eine Meldung bei der Polizei hinweist, das ist dann wahrscheinlich schon ein Schritt zu mutig. Was war das denn, so ein türkisfarbener? Kennen Sie das andere Fahrzeug? In den VW, der da gerade stand? Die Herrschaften, die gerade... Auch nicht, die kennen Sie auch nicht. Was? Das ist ein Audi. Kennzeichen. DU. IT. 992. Ich würde 992 sagen. Hast recht. Stimmt. Meine Augen. Nochmal. Oh, Feier! Was bremst du denn aus? Das sah ja wirklich nicht gut aus. Hat Ihr Mann da noch nie einen Unfall gehabt? Nein, da sind die wieder. Mein Gott. Die haben ihn ausgebremst. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd hat denn der PKW, es war ein Audi A4 mit Duisburger Nummer IT 992, das Motorrad ausgebremst. Der Motorradfahrer ist dadurch verunfallt. Weil wir da gesehen haben, haben die dann noch versucht, die Helmkamera ihm irgendwie abzunehmen, was aber nicht gelungen ist. Dann haben sich kurz darüber aufgeregt und sind dann weitergefahren. Schau mal mit dem Computer nach DU IT 992. Genau. Oh, meine Güte. Ach, hier.
Harald Werner, Jahrgang 1950. Der ist ja schon über 60, der Mann. Ja, gut. Das kann doch nicht sein. Die Jungs waren höchstens 18, 20 oder ja, sowas. Maximal. Wir haben dann eine Halterabfrage veranlasst über den Polas und haben festgestellt, dass der Halter dieses Audi A4 schon weit über 60 ist. Und es kam uns natürlich sehr komisch vor, da war auch eine Telefonnummer dabei. Und dann haben wir den einfach mal angerufen. Wir haben vorhin auch die... Machen wir auf laut, dass ihr mithören könnt. Okay. Herr Werner? Schönen guten Tag, Herr Werner. Meinert ist mein Name, von der Kriminalpolizei in Duisburg. Okay, hallo. Und zwar rufe ich an wegen einem Auto, einem Audi A4 in dunkelblau oder sowas in der Farbe. Und zwar mit Kennzeichen Duisburg IT992. Der ist auf Ihren Namen zugelassen. Ja, das war mein Auto. Ich habe den verkauft, aber also das ist jetzt 3 Tage her. Ach. Die das gekauft haben, die wollten den abmelden. Ich habe das jetzt selber noch nicht gemacht. Aha, und da haben Sie doch bestimmt einen Kaufvertrag jetzt vorliegen. Können Sie da mal schauen, wer der dann ihn gekauft hat? Nee, ist jetzt ein bisschen, also ich habe keinen Kaufvertrag gemacht. Ich habe das so hier mit übers Internet gemacht und der Mann hat das einfach abgeholt. Ich habe jetzt auch gar keinen Namen. Keine Namen? Haben Sie keine Telefonnummer? Der muss Sie doch angerufen haben oder irgendwie mit Ihnen in Kontakt getreten sein. Oh, das ist jetzt doof. Wir haben das alles über Internet gemacht. Ich hab noch eine E-Mail-Adresse, die kann ich Ihnen mal raussuchen. Ja, das wäre doch ganz nett. Warten Sie mal einen Moment, bitte. Dankeschön. Glücklicherweise hat Herr Werner, da er weder die Personalie noch eine Telefonnummer sich notiert hatte, aber eine E-Mail-Adresse. Und in der E-Mail-Adresse war praktisch der Name Kieran König beinhaltet. Und dann konnten wir darüber weiter ermitteln. Kam er denn auch alleine zum Kauf oder war noch jemand dabei? Da war noch einer mit dabei, auch so ein junger Kerl. Mhm. Einer hat draußen noch gewartet. Also insgesamt waren die zu dritt. Aha. Eigentlich die anderen beiden nicht so richtig gesehen. Also alles junge Kerle, soweit ich weiß. Alles klar, Herr Werner. Dann danke ich Ihnen erstmal für die Information. Es ist schon möglich, dass ich mich nur bei Ihnen melden muss, um das noch ein paar Details abzufragen später. Wir müssen gerade ermitteln in einer Sache, da ist Ihr Auto beteiligt, leider. Oh, je. Ja, ja. Wenn was ist, rufen Sie einfach an. Genau, mache ich. Danke Ihnen erstmal. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Hast du mitgehört, ne? Ja, habe ich mitgehört. Den Kieran König habe ich gerade abgefragt. Burgstraße 17, also den gibt es jetzt wirklich. Und? Hat er schon was drauf? Der ist auch schon einige Male vorbestraft, ja. Aber da reden wir am besten im Auto gleich drüber. Da fahren wir am besten mal hin. Frau Wendig, Sie bleiben für uns erreichbar, bitte. Wir würden uns noch mal bei Ihnen melden. Wir haben gerade die Info bekommen, dass Ihr Mann im Begriff ist, aufzuwachen. Du. Sie fahren am besten ins Krankenhaus und wir kümmern uns um den Rest. Wir werden jetzt zu der Adresse von Kieran König fahren. Und da er auch, wie Herr Werner auch uns mitgeteilt hat, das Auto schon noch zu dritt gekauft haben, waren jedenfalls 3 Personen da und auch 3 Personen an dem Einbruch da am Auto beteiligt werden. Und die gewalttätig zu sein scheinen, ist es uns lieber, wenn wir noch einen Streifenwagen mitnehmen. Okay, hast du Schlüssel? Schlüssel, brauchst du noch irgendetwas? Hast du alles? Ja, ich hab sonst alles. Ich hab, okay. Die Beamten glauben, dass die Frau des Geschädigten zurück zu ihm in die Klinik fährt. Währenddessen wollen sie den Mann aufsuchen, der den Unfallwagen vor kurzem erworben hat. Der Verdächtige ist bereits wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft. Burgstraße, davon. 10. Guck doch mal. Da ist doch der Audi. Das ist der Audi. Do it. Ja. 992. Oh, aber. Oh, hier stehen bleiben! Bleib dran. 1224, die Wickertstraße, aus Richtung Norden haben wir Fluchtfahrzeug. Aus Süden bitte absperren. Oh, da sind die Kollegen. Genau, richtig. Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben, Polizei! So. Ja, alles gut. Glaubst du alles? Kannst du ihn mal durchsuchen? Hab ich. Die Gebrüder König sind anschließend ausgestiegen, haben die Flucht zu Fuß fortgesetzt. Und als sie dann gemerkt haben, dass sie in der Unterzahl sind und keine weitere Chancen haben, haben sie die Flucht aufgegeben und sich festnehmen lassen. Ist irgendwas dabei? Name? Wer sind Sie?
Namen? Was? Ich habe keinen Namen. Keinen Namen? Nee. König. Willst du jetzt noch witzig werden oder was? Wieso? Hey Leute. Hä? Ganz locker. Arm nach hinten. Ja. Kein Namen. Die beiden Männer sind Brüder und werden von den Beamten vorläufig festgenommen. Aufgrund des Videos der Helmkamera wissen die Kripo-Kommissare jedoch, dass es nicht zwei, sondern drei Verdächtige gibt. Sag mal, ihr seid doch eigentlich zu dritt, oder? Wo ist denn der andere? Wo ist denn der dritte von euch? Welcher dritte? Ihr seid doch zu dritt normalerweise. Wo ist denn der dritte? Also jetzt hast du noch eine Chance zu reden. Gleich gar nicht mehr. Wo ist denn der dritte Mann? Ich spreche mit meinem Bruder. Fester Bruder. Der da? Ja. Wo ist denn der Komplize? Da fehlt da noch einer. Wer? Da war doch ein Dritter dabei. Was für ein Dritter? Ja, ja, ich hab keine Ahnung. Lass mich in Ruhe. Ja, ja. War keiner dabei. Niemand. Alles klar, wir sprechen uns noch. Sagt nichts. Dann gehen wir rüber in die Wohnung. Gehen wir mal in die Wohnung. Kann einer mal hier bleiben bei dem, bitte? So, Sie können sich das nur gut überlegen, ne? Wir kommen gleich zurück. Als wir schon kurz vor dem Haus wieder waren, haben wir die Frau Wensing gesehen, die ja eigentlich hätte im Krankenhaus sein wollen und war im Streitgespräch mit dem dritten Täter verwickelt. Hey! Oh! Was macht die denn da? Da ist er! Bleib! Alles okay? Sie bleiben hier! Tschüss zu. Polizei! Hey, machen Sie Tür auf! So, wir haben nichts damit zu tun! Ja. Hinlegen! Ich glaube, es bricht. Ich sag nur hinten. Ich hab nichts gemacht. Nichts gemacht. Wie heißt du? Ich hab nichts damit zu tun. Wie du heißt? Max. Max. Weiter? Höring. Ich sag nur hinten, der Kieran ist gefahren. Wer ist gefahren? Kieran. Kieran ist gefahren? Ja. Und? Nichts gemacht. Ich saß nur hinten. Und was mit dem Motorradfahrer passiert? Ich weiß nicht, ich hab nichts gemacht. Ich saß nur hinten. Es tut mir auch leid. Ich kann nichts dafür. Ich wollte das auch so nicht. Was ist denn das hier alles? Was ist denn das? Das sind Sachen von Kieran. Ich hab nichts damit zu tun. Zahlreiche Navigationsgeräte in der Wohnung des Haupttäters liefern den Polizisten eindeutige Hinweise. Die drei jungen Männer klauen gewerbsmäßig Navigationssysteme aus Autos. Ach, guck dir das an. Das ist nicht meins. Das ist nicht ihrs. Das liegt ja auch nur so rein zufällig, oder was? Das ist die Wohnung von Kira. Das gucken wir uns später noch mal genau an hier. Nimmst du ihn mal? Ja. Da haben sich aber ganz schön in die Scheiße geritten. Mein Gott. Das war alles Kiras Idee. Wir werden gegen die drei Anzeigen schreiben wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, wegen Einbruchsdiebstahl in Kfz im wiederholten Fall. Wir haben einen ganzen Haufen Autoradios und Handys sicherstellen können, die aus Autoaufbrüchen offensichtlich stammen. Dann haben wir Widerstand gegen die Staatsgewalt und das reicht auch erstmal für ein ordentliches Paket. Da wird sich der Staatsanwalt schon drauf freuen. Was machen Sie denn eigentlich hier? Ja, ich habe die Adresse doch mitbekommen. Ich wollte mir das Schwein selber vornehmen. Ja, wissen Sie eigentlich, was Sie getan haben? Sie haben ein Ermittlungsverfahren behindert. Ja, und Sie haben sich in Gefahr begeben. Sie können doch mal ganz glücklich sein, dass das gerade noch so gut ausgegangen ist. Gehen Sie am besten zu Ihrem Mann ins Krankenhaus. Wir melden uns im Krankenhaus bei Ihnen. Okay. Danke. Der verletzte Motorradfahrer erholt sich langsam, aber stetig. Vor Gericht kann er aussagen, dass die jungen Männer ein Navigationsgerät gestohlen haben und ihn vorsätzlich angefahren haben, um ihn als einzigen Zeugen auszuschalten. Die beiden Brüder werden schließlich als Haupttäter verurteilt, ihr Freund wegen Beihilfe.